Herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Wir sind damit beschäftigt, unsere Stadt zur Großstadt zu machen. Haben schon diverse Gebiete ausgewiesen. Und müssen jetzt mal schauen. Ich starte mal eben die Zeit. So, was hier oben in unserem neuen Büro- und Industriegebiet los ist. Kranke Bürger, das ist schon mal schlecht. Dann habe ich hier unten gesehen Verbrechen im Gange. Das heißt, wir werden uns mal ein bisschen Infrastruktur hier zulegen. Polizei, Feuerwehr und Krankenhaus. Das heißt, wir gehen erstmal auf Polizei. Wayne Enterprises ist noch eine Mod, die ich drin habe. Das ist ein extra Gebäude. Könnte man jetzt hier vorm schön dran setzen. Finde ich aber thematisch gerade nicht so schön. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, können wir das später gerne mit reinbringen. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Genau wie die Ghostbusters Feuerstation, die es hier ja gibt. Die wir aber nicht reinsetzen im Moment. Wie sieht's aus? Feuerwehr sitzt da. Da brauchen wir noch eine. Ich setze sie mal hier unten mit rein. Damit wir das Gebiet hier unten besser mit abgedeckt haben. Polizei hier unten brauchen wir nicht. Da sieht es nur alles ganz gut aus. Aber ein Krankenhaus brauchen wir noch. Da fehlen uns noch ein bisschen Kohle für. 65 bräuchten wir. Ich würde ganz gerne nämlich ein großes setzen. Weil sich das dann besser lohnt. So, hier haben wir die nächste Müllhalle leer. Ne, die ist voll. Dann lassen wir die mal komplett entleeren. Schauen wir mal eben Müllverbrennungsstatus. Da können wir uns noch eine zusätzliche leisten. Ich nehme mal eine einfache Straße. Wenn ich hier jetzt dran langziehe, dann habe ich auf der Seite keinen Platz mehr. Das ist natürlich clever. Dann machen wir Folgendes. Wir ziehen die... Na. Hier entlang. Da entlang und da dran. Ziehen das da dran und setzen hier unten noch eine weitere Müllverbrennung. Einfach mal hier im... nicht genügend Geld, alles klar. Einfach mal hier im Kreis rumherum. Dann haben wir einen schönen Müllverbrennungscluster. Und ich hoffe mal, wie war das eigentlich? Steht da nicht dabei, wie die Verschmutzung ist. Kapazität, blablabla. Verschmutzung 100 und Lärmbelastung 0 ist die Mülldeponie. Für Verbrennungsanlage, ja super, die hat ja auch 100 Verschmutzung. Ja, ist ja traumhaft. Und macht sogar noch Lärm dazu. Ich dachte, die wäre besser. Naja, sie bringt uns aber zumindest im Gegenzug zum Lärm bringt sie dann halt Stromproduktion mit. Was ich ja auch ganz interessant finde. Hier kann man schön sehen, von Industrieberg runter, ab ins Gewerbegebiet, Bürogebiet. Wo auch schon die europäischen Häuserchen gebaut worden sind. Wie sind das? 1, 2, 3, 4 stöckig mit Dachgeschoss. Ist so ziemlich das Höchste, was ich hier sehe. Was auch nicht schlimm ist. Und hier das Polizeigebäude war das, ne? Genau. Auch schön. von 25 Streifenwagen im Einsatz, also die haben ganz gut zu tun. Unser Friedhof hat auch noch Platz, das ist gut. Ansonsten werden wir halt einfach einen zweiten uns noch zu Gemüte führen. So, was ist hier? Hier sind verlassene Gebäude, warum? Da wird aber sofort ein neuer hochgezogen, verlassen. Das ist blöd, wenn die verlassen sind, kann man nicht mehr gucken, warum die verlassen worden sind, aus welchen Gründen. Ob die ihre Produkte nicht losgeworden sind oder keine Leute dabei hatten. Hier gibt es Müllberge, das ist auch wieder blöd. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, warum? Warum, warum, warum? Ja, ich schätze mal darum. Wir werden nicht rumherum kommen und bald Buslinien einsetzen müssen. Damit wir, ich gehe mal auf Verkehrsstatus, diese Hotspots hier loswerden. Könnte jetzt noch hingehen, hier eine Straße durchziehen. Vielleicht verlagert sich das dann etwas.
So, schauen wir mal. Das heißt, diese Straße, die wir als knallerot. Eventuell wird das dann ja hier besser. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Halt. Dann kann das ja alles wieder bebaut werden. Schön. Ja, Baufläche haben wir hier noch frei. Das ist... Ach nee, Quatsch, das ist ja hier, weil die Straßen weit genug auseinander sind. Oder zu weit auseinander, in Anführungsstrichen. Wie dieser Mittelstreifen nicht bebaut. Macht aber nichts, so hat man ein paar kleine grüne Akzentpunkte hier drin. Wäre schön, wenn dort dann automatisch irgendwie Bäume gepflanzt werden würden oder so. Das müsste ich alles händisch machen. Und City Skylines hat den Nachteil in der Hinsicht, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Bäumen. Hört sich blöd an, ist aber so. Es sei denn, es ist letztens erst rausgepatcht worden. Das heißt, jeder Baum, der extra gepflanzt wird, beziehungsweise andersrum, es gibt eine bestimmte Anzahl, meinetwegen 100.000 Stück. Und wenn ich jetzt ein Haus hinsetze, dann ist der Baum zwar weg, der kommt aber wieder und ich kann dafür keinen neuen setzen. Und so kann man auch nicht großartig hier begrünen oder bepflanzen, man muss das halt nehmen, wie es ist, beziehungsweise durch Parks oder sonstige Gebäude halt etwas kaschieren. Schön wäre es natürlich, wenn man jetzt hier so die Geschichten mit Bäumen ein bisschen aufflackern könnte. Kann ich natürlich machen, wie gesagt. Irgendwann ist aber Schluss mit lustig. Das heißt, dann kann man keine Bäume mehr setzen. So, ziehen wir hier mal ein paar zwischen. Solange wir es noch können, machen wir es. Keine Ahnung, warum das so ist. Ob es die Engine nicht hergibt oder eventuell dann die Spielwelt zu groß und der Speicher ausgelastet oder was weiß ich. Vielleicht wird das ja auch irgendwann mal nur gefixt und das war nur eine Notlösung für irgendwas. Machen wir hier mal einfach ein bisschen grün hin. Wobei grüne Bäume bringen nichts wirklich. Da müssen wir dann eher Parks hinsetzen, um die Gebäuderichtwerte hochzuziehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen kleinen Park hinsetze. Bringt mir das mehr, als wenn ich da Bäume hinpflanze. So, hier könnten wir auch noch einsetzen, dann freuen die sich auch. Da kriegen wir keinen hin. So, einfach mal ein Haus abreißen, dafür einen Park hinsetzen, ist auch schön. Ja, die im Gewerbegebiet, die könnten eigentlich auch ein bisschen Spaß vertragen. Das heißt, dann werden wir einfach mal da einen hinsetzen. Da einen hinsetzen. Da einen. Bis da einen hinsetzen. Und wie man sieht, werden die Gebäude auch aufgewertet, beziehungsweise die Zufriedenheit steigt. Und mal schauen, ob dann dort andere Gebäude sich ansiedeln. Den machen wir mal dahin. Geld haben wir, 60.000. Wir wollten gleich ein weiteres Krankenhaus, beziehungsweise ein großes Krankenhaus hier hinsetzen. Hier wollte ich das bauen, schön zentral. Damit die Auslastung, beziehungsweise die Abdeckung mit Krankenhaus und Gesundheit auch gegeben ist. Hier haben wir schön Steilküste mittlerweile sozusagen am Hang. Hangbebauung, auch schön. Ja, anscheinend werden die jetzt hier auch umgemodelt und aufgewertet. Ja, genau. Stufe 2 ist das schon. Gibt dann wieder mehr Arbeitsplätze. Das geht bald in Stufe 3 über. Da hinten haben wir ein formschönes Feuerwerk. Beziehungsweise Grillfest. Schauen, wann die Feuerwehr hier ankommt. Ich höre sie schon. Da ist sie. Scheint ja noch rechtzeitig zu sein. Stürzt sich auch gleich einer in die Flammen rein. Dort ist Verbrechen im Gange.
Hier haben wir wieder ein verlassenes Gebäude, wo man nicht sehen kann, warum. Das ist doof. So, 80.000. Wir können, glaube ich, das große Krankenhaus bauen. Jawohl. Ja, groß ist es. Wieso gehst du nicht? Ach so, ja. Es ist blöd, wenn die Baugrundstückflächen da so ein bisschen vergriesknödelt sind. Das dahinsetzte sind die da unten weg. Da ziehe ich zu weit raus. Setzen wir es hier eiskalt mal auf die Ecke. Und man sieht, es hat Einfluss bis ganz hinten in die Stadt rein. Schön zentral gelegen. Ich hoffe mal, das reicht dann auch. So dass die Gesundheitsversorgung komplett für die Stadt gegeben ist. Ja, so, hier vorne, der Stau hat sich tatsächlich aufgelöst. Das sind parkende Autos. Wir hatten ja nur diese Zwischenstraße weggemacht. Das heißt, es läuft jetzt alles hier oben rüber. Das ist gut. Damit haben wir dort hinten wieder ein bisschen weniger Verkehr. So, und ihm fehlt hier jetzt was? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, aber die kommen noch. Eine Uni wollten wir noch bauen, genau. Eine Universität. Da braucht man, glaube ich, 75 für. Bildung. 75.000. Ja, gut. Handelt sich auch nur ein paar Tage. Die können wir hier auch wieder zentral schön setzen. Hier mittig rein. Dort wird sie zum Stehen kommen. 35, 6.000 die Woche. Ein bisschen müssen wir noch warten. Ah, das kommt. So, wir könnten mal reingucken in die Richtlinien. Was man dort vielleicht sinnvollerweise machen könnte. Kostenloser Nahverkehr, gut, kann ich zuweisen. Kostet uns gar nichts. Weil wir noch gar keinen haben. Deswegen nehmen wir den erstmal raus. Besteuerung, die lassen wir erstmal so stehen. Stadtplanung. Toll. Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Verbieten Sie starkes Verkehrsaufkommen in einem Gebiet. Sorgen Sie dafür, dass es optionale Routen gibt. Bla bla bla. Schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet. Keinen Einfluss auf Autobahnen. Ah ja. Gut. Da werden wir mal mit spielen, sobald wir richtige Straßenprobleme kriegen. Ich habe jetzt den Recycling aktiviert. Mal gucken, was uns das kostet. Im Moment sehe ich sie nicht. Budget. Da steht alles auf 100. Nahverkehr haben wir ja noch nicht, wie gesagt. Hier sind unsere Einnahmen aus Wohngebieten. Dünn besiedelten 23.000, dicht besiedelten 300 gerade mal. Aus Gewerbegebieten haben wir 3 Millionen, 4 Millionen. Man sieht hier auch Stufe 1 bis 5, die Ausbaustufen. Also da brauchen wir noch ein bisschen was. Bei Gewerbegebiet ebenfalls. Und Industriebüro bringt uns schon 1,7 Millionen und die Schwerindustrie 3 Millionen. Das heißt, wir werden einfach noch weiter Büro ausbauen. Hat den Vorteil weniger Umweltverschmutzung und gleichzeitig mehr Einnahmen. Hier ist jemand krank, das ist blöd. In der Freundschaftsresidenz. Ach, der japanische Garten, der hat sich auch formschön hier dran gespiegt. Das finde ich klasse. Dass er einfach so da reingelegt wird und nicht einfach, wie es in alten SimCity-Teilen war, einfach ein riesen Podest runtergebaut wurde und die dann immer eigentlich gerade ausgerichtet waren. Das finde ich klasse. Ist ja halt eben hier diese auch. Die hat einen Seiteneingang. Gut. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass hier in der Mitte ist ein Teich. Ja. Gut. Ich schätze mal, das ist dann eher ein Betonteich, der einfach angemalt ist. Genau wie dieser hier. Ansonsten kann ich mir nicht denken, warum das Wasser unbedingt zwanghaft... Ja, vielleicht ist es ja auch ein Puddingteich. Ich weiß es nicht. Es funktioniert auf jeden Fall. Muss man die Japaner fragen, was sie sich dabei gedacht haben mit ihrem hängenden Teich im... Oh, Kleinstadt. Wir sind wieder aufgestiegen. Das ist ja super. Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Wir können jetzt den Bahnhof, den Güterzugbahnhof und das Wasserkraftwerk bauen. Fantastisch. Neue Richtlinie gibt es dabei, einzigartige Gebäude gibt es dabei in der Stufe 6. Das ist schön. Und wir können ein Wasserkraftwerk setzen. Das bringt aber nicht viel. Dort hinten sehen wir aber schon ein Schiff. Das heißt, wir können später hier hinten einen Hafen hinsetzen. Und haben damit auch die Wasserwege zur Verfügung, beziehungsweise Anbindung. Auf jeden Fall müssen wir noch sehen, dass wir Gewerbe bekommen. Und wir haben 120.000, das heißt, wir können endlich unsere Universität bauen. Irgendwo hier. Warum ist sie belegt? Was liegt hier für Gebäude? Nuscht. Das ist doch nix. Die sollen einfach nur abhauen. Cities, wieso geht das nicht? Dort ist dies, dort ist das. Ja, das ist jetzt wieder das Geheimnis von City Skylines, warum das alles nicht so geht. Sie lässt sich nicht platzieren. Ja, die soll er doch abreißen. Achso, da ist die Feuerwehr. Da kann ich es nicht dran setzen, ist nicht genug Fläche. Das ist halt der Nachteil dann von... Fertig. Von krummen Straßen. Nice. Die sieht doch mal richtig gut aus. Ah, der Direktor ist auch schon da. Ach nee, das war... Nur ein Behindertenparkplatz. Was nicht heißt, dass der Direktor nicht auch ein Rollstuhlfahrer sein kann. Schön mit Durchgang, kann man durchgucken. Finde ich klasse. Also die Modelle sind hier wirklich richtig schön gemacht. Details hier, das der Giebel schön ausgestaltet. Fein, fein. So, wie viel haben wir denn? 651, das heißt schon recht viele drin. Die Feuerwache hat auch gut zu tun. Mit nichts tun. Unsere Oberschule ist rasend voll. Die ist auch ganz gut belegt. Wir haben noch Platz frei, das ist schön. Und somit kann die Bildung wieder etwas steigen. Dann haben wir auch für unsere Gewerbegebiete hier wieder was. Die wollten wir noch ersetzen gegen Büros. Denen fehlen nicht genügend gebildete Arbeiter, ja. Die brauchen wir halt noch. Da kann ich aber momentan nichts dran machen. Wir können jetzt da hinten das Gewerbegebiet, Industriegebiet, Schwerindustriegebiet mal ein bisschen ausdehnen. Damit wir einfach mal ein paar Arbeitsplätze schaffen. Man konnte doch sehen, Arbeitsplätze, genau, hier müsste das doch sein. Verfügbare Arbeitsstellen 5700, 16% Arbeitslose. Nicht so schön. Dann machen wir einfach mal folgendes. Terrasse. Das geht nicht. Dann setzen wir einfach mal was hier. Und dann wird Ditte hier umgesetzt. Mal auf die Ecke. Damit wir hier die Straße anbinden können. Ja, das klappt ja wieder vom Feinsten. Das heißt, wir gehen mit der kleinen Straße hier raus. Dann nehmen wir uns die große Straße und binden die an und fertig. Sag nicht, geht nicht. So, hier wird einmal Gewerbe Schwerindustrie drum gezogen, damit wir einfach, wie gesagt, mal ein paar einfache Arbeitsplätze haben. Und nicht so viele Arbeitslose behalten. Eine Straße. Zack. Da brauchen wir jetzt keine. Das heißt, ich ziehe die hier. Nehmen wir mal die. Zack. Einmal hier rum. So. Ein
bisschen besser ausnutzen, die Fläche. Tak, tak. Quadrat ziehen. So. Jetzt aber. Da sind noch ein paar Flecken. Achso, das geht nicht wegen dem Windrad. Das macht nichts. Jetzt noch eben Wasser legen. Ratzfatz. Da ziehen wir noch eine quer rein. Auf die Kosten brauchen wir jetzt eigentlich auch schon keine Rücksicht mehr nehmen. Denn wir haben so gute Einnahmen. Wir nehmen 6000 ein in der Woche. Das relativiert sich dann sofort. Wunderbar. Die ist leer, das heißt, wir reißen die ebenfalls ab. Denn wenn schon Müll... Müllbeseitigung, dann machen wir Müllverbrennung. Aber da werden wir uns später drum kümmern, denn das war's schon wieder mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei City Skylines. Ciao.